Schwerstarbeit für alle, die heute auf dem Rhein bei Leutesdorf unterwegs waren, ob mit Motor oder Paddelkraft. Die Hochwasserwelle zieht nach Norden. Am späten Nachmittag wurde die Schifffahrt zwischen Andernach und Oberwinter eingestellt. Bei Koblenz fahren schon seit gestern keine Schiffe mehr. Hier wurde ein Höchststand von bis zu 6,90 Meter heute Abend erwartet. Das ist schon echtes Hochwasser, aber Rhein und Mosel könnten für noch mehr Probleme sorgen. Wenn beide zusammenkommen, haben wir hier Pegelstände, die sich um die 9 Meter bewegen können. Wie zum Beispiel im Januar 95, quasi auch im Januar. Und dann waren das hier 2,50 Meter mehr, also zu dem Pegelstand, den wir jetzt haben. Das heißt, wir würden hier komplett unter Wasser stehen. So wie ein paar Kilometer flussabwärts. Im Ortsteil Remagen-Kripp geht ohne Boot und Gummistiefel nichts mehr. Die Feuerwehr hat beides, schaut nach dem Rechten und spielt bei Bedarf Taxi, um alle trockenen Fußes nach Hause zu bringen. Bei so niedrigem Wasserstand, wie wir im Moment haben, haben wir ein Rollenboot im Einsatz. Das können wir dann eben auf Land schieben oder auch, sagen wir mal, Sandbänke oder Untiefen gut überwinden. Dann rollen wir einfach weiter und danach schieben wir eben. Und je nachdem, wenn wir runter bis ans Fährhaus fahren, dann ist schon, weiß man, was man abends gemacht hat. Immerhin, die Stimmung ist relativ entspannt. Wer am Fluss wohnt, weiß, wie er sich vorbereiten muss. Erstmal alles nach oben und dann abwarten. Ich passe auf das Haus auf und auf den Hund. Andere kommen mit den Wassermassen ganz gut zurecht. Immerhin soll sich die Lage am Wochenende wieder entspannen. In Rheinland-Pfalz und Hessen wird es kaum noch regnen. Dadurch gehen die Wasserstände überall zurück. Der Schiffsverkehr bleibt nur an der Mosel weiter gesperrt. Auf den anderen Flüssen soll er wieder freigegeben werden. Und auch an Land heißt es dann hoffentlich wieder freie Fahrt.